Ferro47. Ich sag euch, wie es ist, ne? Ich hab Ferro wirklich gar nicht mehr verfolgt. Das letzte, was war. Ja, doch, wir haben tatsächlich. Doch, wir haben aber. Okay, wir haben trotzdem fast jeden Song gehört. Ne? Trotzdem jeden Song. Shake war das letzte anscheinend. Real Talk, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Jetzt bin ich mal gespannt, weil sehr, sehr viele Leute waren gehypt wegen dem Song und haben geschrieben, heftig und geil und ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Wie gesagt, ich höre mir alles an. Leider nicht so ganz meins irgendwie, ne? Produziert von Clay, Mixmaster von Lex Barkey, Label Sony. Stimmt, da habe ich ihn ja auch getroffen bei der Sony Party. Stimmt. Stimmt. Wieder mal. Wieder mal. Spür ich wieder Angst und die Gefahr. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Was ist mit seiner Stimme passiert? Wo ist dieses Kratzige? Hat er das nur, wenn er rappt? Hat er das nur, wenn er rappt, Alter? Wieder mal spür ich wieder Angst und die Gefahr. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal. Wieder mal trifft mich Blicke, wenn... Ah, Leute, die ist angezogen, entspannt euch mal. Entspannt euch mal. Entspannt euch mal, das ist ein Musikvideo. Das ist, solange angezogen ist, ist alles okay. Ich mal nicht lach, wieder mal drücken sich... Ah, jetzt kommt seine richtige Stimme wieder, ne? Jetzt kommt seine richtige Stimme. Hat er das gesungen eigentlich? Weil das klang so übertrieben clean, ne? Wieder mal treffen mich Blicke, wenn ich mal nicht lach. Wieder mal drücken sich Sprüche, dann wenn du es schaffst. Hab wieder mal die ganze Nachbarschaft abgefuckt. Sag nicht, dass der Lärm dich stört, wenn du heimlich verrohrst. Heute fliege ich so weit oben, sie können mich nicht sehen. Denn ich komm von 9-to-5-Jobs zu nem Fischfilet. Ich komm von ganz unten da, wo man mit Würfen rollt. Zu nem scheiß Superstar und der vierten Gold. Ich hol mir alles, denn ich hatte nicht viel. Hab jetzt Erfolg, doch ich bleib in meinem Schatten im Krieg. Wusste damals nicht wohin, als das ein Patte nicht lief. Ich mach's alleine, keiner sagt mir mehr, ich hab's nicht verdient. Hey, freut mich mal, so ein Real Talk-Ding zu hören von ihm. Muss ich sagen. Also, ne? Ich finde halt immer noch, er hat eine besondere Stimme, ne? Ob sie, weiß ich nicht, ne? Ob sie Geschmackssache ist, ist halt immer noch natürlich ein großes Thema. So, aber ich muss sagen, ich mag seine Stimme. Ich find diesen Unterschied zwischen Hook und Part finde ich krass, weil er klingt wirklich clean in der Hook. Also man hört irgendwie gefühlt gar nicht dieses Kratzen raus. Was aber auch irgendwie dann leider auch ersetzbar ist, meiner Meinung nach, ne? Das ist halt das nächste Thema. Ich meine, Gesang hören wir eigentlich nur noch. Eigentlich gibt es nur noch Gesang so. Aber ich muss sagen, es klingt trotzdem clean bisher, ne? Ich fand immer, Ferro war der von den Edos der Beste. Ich fand, war gemischt. Also ich fand Cerro El Medo interessant, weil ich die ersten Songs, Greenyard etc., fand ich ganz cool. Und hier bei Ferro muss ich sagen, ich hatte Spaß bei ihm. Ich wurde unterhalten irgendwie bei diesen Nee-Nee-Ja-Ja-Ja-Songs und weiß ich nicht was, ne? Spür ich wieder Angst und die Gefahr. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal, wieder mal. Spür ich wieder Angst und die Gefahr. Bester Edo ist Gallonero. Ja, Gallonero, ja, das ist eine andere Geschichte, würde ich fast sagen, ne? Würde ich fast behaupten. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal, wieder mal. Wieder mal bekomm ich Steine in meinen Weg gelegt. Wieder mal platzen die Reifen von meinem EQP. Und wieder mal wollen sie... Und dieser Undercover-Flex davon, ne? Eieieiei. Dieser Undercover-Flex, ne? Ich alle nur am Boden sehen. Doch wenn du dann oben bist, wollen sie mit dir oben stehen. Wir sind 100% Straße in einem asozialen Wagen, die den ganzen Tag nicht schlafen. Dieser Junge nur am Machen, nur am Rasen, nur am Buffen, nur ein paar Alben in den Taschen. Stürmen den Ich muss auch sagen, ganz ehrlich, ich höre ihm gerade echt gerne zu. Ich höre gerade echt gerne zu, ne? Das ist eigentlich, finde ich, positiv, oder? Ja. Rasen, gib mir die Platte her. Wieder mal wird mir alles zu viel. Doch ich stapel Geld wegen paar Melodien. Ja, glaub mir, Bruder, ja, die Wunde sie schießt. Doch wieder. Ich hätte nicht gedacht, dass der so cool singen kann. Also, da bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade positiv überrascht, ne? Da muss er nochmal husten. Wieder mal spür ich wieder Angst und die Gefahr. Renn vor den Sirenen und dem
Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal, wieder mal. Spür ich wieder Angst und die Gefahr. Bitte zeig jetzt nichts. Bitte, bitte kein Toss. Bitte zeig nix irgendwie. Bitte. Kein Pixelfehler. Bitte. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal, wieder mal. Puh, Glück gehabt. Renn vor den Sirenen und dem Alarm. Kriege in meinem Kopf ist ganz normal. Wieder mal, wieder mal. Ist gerade voll entspannt, als ob er mir eine Geschichte vorliest. Genau das meine ich. Ja. Genau das meine ich, ne? Ich habe ihm gerne zugehört. What the fuck, Alter? Auf Tryhard-Modus. Producer, wie geht's dir, Bruder? Alles gut bei dir? Also, ich sage euch ganz ehrlich, ich fand's okay. Ich fand's okay. Also, es war jetzt für mich, also, viele haben geschrieben, boah, der Hammer, der Wahnsinn oder keine Ahnung. So krass fand ich's jetzt nicht. Also, ich fand's jetzt, ne? Aber ich fand's okay. Ich fand's okay. Ich fand die Hook schön gesungen. Ich hätte nicht gedacht, dass er so eine cleane Stimme hat. Ne, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde auch, es klang irgendwie, ja, es klang so leicht zerbrechlich, ne? Das hat mir ganz gut gefallen. Parts haben mir auch eigentlich ganz okay gefallen. War ein souveräner Song. Ich will jetzt nicht sagen, Bomben-Song so, aber ein souveräner Song. Ein souveräner Song, oder?